Willkommen auf KlarTV, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute hat der UN-Sicherheitsrat über den von Malaysia eingebrachten Resolutionsentwurf nach Einrichtung eines UN-Tribunals zur Ermittlung der Verantwortlichen für den Absturz des malaysischen Fluges MH17 vor einem Jahr abgestimmt. Diese Resolution wurde nicht angenommen, da Russland sein Veto einlegte. Von westlichen Politikern und von westlichen Leitmedien wurde dieses Veto sofort als Beweis der russischen Mittäterschaft am Absturz der MH17 ausgelegt, sowie zur Verhinderung, die Schuldigen der gerechten Strafe zuzuführen. Angesichts der Trauer der Angehörigen der 288 ums Leben gekommenen Passagiere sei Russlands Veto menschenverachtend. Dieses Veto führe Russland in die internationale Isolation und zurück in die Zustände des Kalten Krieges. Als Gegenstimme zu diesen massiven Anschuldigungen von Seiten westlicher Politiker und Leitmedien gehen wir heute der Frage nach, was denn Russland zu diesem Veto bewogen hat. Vitali Churkin, der russische UN-Gesandte, bezweifelte, dass dieses im UN-Resolutionsentwurf geforderte Tribunal wirklich unabhängig wäre. Churkin sagte, Russland habe die Aufklärung des Abschusses immer vorangetrieben und sei zur Zusammenarbeit bereit. Wörtlich sagte er, ich zitiere, als einziges Land haben wir viele Daten öffentlich gemacht und wir haben unser Expertenwissen angeboten. Zitat Ende. Churkin beklagte sich über die massive antirussische Propaganda. Russland war ja direkt nach dem Absturz der MH17 von westlichen Politikern und Medien umgehend als Täter oder zumindest der Mittäterschaft bezichtigt worden. Und dies ohne, dass überhaupt Untersuchungen stattgefunden hatten. Russland wolle eine schnelle Ermittlung der Schuldigen, bezweifle aber, dass dieses geforderte Tribunal auch wirklich der massiven westlichen Propaganda widerstehen könne. Churkin sehe die Gefahr, dass dieses Tribunal entsprechend politisiert und die Untersuchungsergebnisse verfälscht würden. Russland sei bereit, an einer umfassenden, unabhängigen und objektiven Untersuchung mitzuwirken, wie sie von der Resolution 2166 gefordert wird. Die Ablehnung des Tribunals habe nichts damit zu tun, die Verfolgung der Täter zu verhindern. Demgegenüber aber kämen gerade die westlichen Staaten, allen voran die USA, unter Bedrängnis, mehr Informationen preisgeben zu müssen. Zum Beispiel die Auswertung des Flugschreibers. Bislang halten sich auch die westlichen Geheimdienste und das Militär bedeckt, obwohl mit Sicherheit höchst auflösende Satellitenaufnahmen vorliegen dürften. Und ebenso wurde bislang kein internationaler Druck auf die Kiewer Putschregierung ausgeübt, die 147 Dokumente des gemeinsamen Untersuchungsteams im April als geheim erklärte, auf wessen Veranlassung das auch immer geschehen sein mag. Die russische Seite machte weiterhin auch rechtliche Bedenken geltend, denn im Resolutionsentwurf war der Absturz der MH17 als Bedrohung des internationalen Friedens eingestuft worden, um ein UN-Tribunal schließlich fordern zu können. Schon zuvor hatte Russland darauf hingewiesen, dass doch bereits mehrere Passagierflugzeuge abgeschossen wurden, darunter nachweislich auch von der Ukraine und von den USA, ohne dass dies jemals als Bedrohung des internationalen Friedens gewertet wurde. Dies wurde offensichtlich totgeschwiegen. Churkin wiederholte, dass wegen dieser Vorfälle erstaunlicherweise noch nie ein Tribunal eingerichtet wurde. Dass nun ein Jahr nach dem Vorfall der Abschuss der MH17 zu einer Bedrohung des internationalen Friedens gemacht werden soll, spreche für die beabsichtigte Politisierung des Tribunals. Zitat: Ich kann mir nicht vorstellen, warum der Abschuss als Bedrohung des internationalen Friedens eingestuft werden soll, sagte Churkin wörtlich. Russland hat einen alternativen Resolutionsentwurf vorgelegt, um eine unabhängige Untersuchung zu ermöglichen. Nach diesem Entwurf soll der UN-Generalsekretär einen Sonderbeauftragten benennen. Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, zeigt diese Gegenstimme nicht deutlich auf, dass Russland sich nicht von sich aus in die Isolation drängt, sondern dass es gezielt in dieses Aus gedrängt wird? Und zwar von westlichen Politikern und Leitmedien, die geschickt eine Renaissance des Kalten Krieges provozieren.
Und zeigt dieser Gleichklang von Politikern und Leitmedien nicht auch deutlich auf, wie weit die globale Gleichschaltung unter US-Führung, der sich Russland und weitere wenige Länder bislang erfolgreich widersetzen konnten, bereits fortgeschritten ist? Sogar bis in die UN hinein? Behalten Sie das Weltgeschehen unter diesem Blickwinkel im Auge. Guten Abend. Liebe Zuschauer, willkommen zu unserem heutigen Medienkommentar. Während der Westen die Untersuchungen zum Absturz der malaysischen Passagiermaschine MH17 in der Ukraine im Juli 2014 weiter in die Länge zieht und einen Abschlussbericht erst im Sommer 2015 vorlegen möchte, legt Russland neues Untersuchungsmaterial vor. Dabei handelt es sich um Aufnahmen, die entweder von einem US-amerikanischen oder britischen Satelliten stammen und die letzten Sekunden des malaysischen Boeing-Fluges über die Ukraine am 17. Juli 2014 dokumentieren. Die Bilder sprechen klar für die Version, die in den westlichen Medien fast nicht thematisiert wurde. Der gezielte Abschuss der MH17 durch einen ukrainischen Kampfjet. Kurz vor dem G20-Gipfel im australischen Brisbane wurden Russland diese hochauflösenden und sehr präzisen Satellitenbilder zugeleitet. In diesem Zusammenhang ist der ignorante Gleichklang westlicher Staatsführer umso erstaunlicher, in welchem Russlands Präsident Putin auf dem G20-Gipfel beschuldigt und regelrecht beleidigt wurde. Bereits im Vorfeld zu diesem Wirtschaftsgipfel prahlte Australiens Premier Tony Abbott, er wolle sich Wladimir Putin zur Brust nehmen, weil Russland zu wenig tue, um den Absturz des Malaysia Airline-Fluges MH17 aufzuklären. US-Präsident Obama bezeichnete die russische Ukraine-Politik als eine Gefahr für die Welt, was man bereits beim Abschuss der Boeing gesehen habe. Damit gab Obama zu verstehen, dass die USA weiterhin Russland für den Absturz der Passagiermaschine verantwortlich machen und keine andere Version akzeptieren wollen, sei sie auch noch so stichhaltig. Ein solch stichhaltiger Beweis wäre vor allem die Veröffentlichung der Funksprüche auf den Flugschreibern der MH17 gewesen. Diese werden aber bis heute eigenartigerweise unter Verschluss gehalten und das sagt eigentlich schon alles. Umso wichtiger scheinen daher nun die aktuell ans Licht der Öffentlichkeit gekommenen Satellitenaufnahmen. Die Auswertung dieser Aufnahmen bestätigen den Ursachenbericht des russischen Ingenieurbundes, der bereits im August 2014, das heißt wenige Wochen nach dem Absturz, veröffentlicht wurde. Der Bericht kommt in deutlicher Beweisführung zu dem Schluss, dass der Abschuss nicht mittels Bodenluftraketen durch sogenannte prorussische Separatisten geschehen sein kann. Der Abschuss sei vielmehr durch einen Kampfjet erfolgt und in zwei Phasen abgelaufen. Dies deckt sich übrigens mit Augenzeugenberichten. Zuerst sei das Cockpit der MH17 mit einer Bordkanone eines Kampfjets unter Beschuss genommen und damit die Besatzung samt Funkkontakt ausgeschaltet worden. Danach habe ein gezielter Beschuss mit einer Bordrakete ins rechte Triebwerk des malaysischen Airliners den Absturz herbeigeführt. Das sei das klassische Angriffsmuster für den Abschuss einer Verkehrsmaschine durch einen Kampfjet. Von den westlichen Regierungen werden diese neu aufgetauchten Satellitenbilder kurzerhand ignoriert. Und ohne nun die Absturzursachen eindeutig geklärt zu haben, wird von ihnen bis heute Präsident Putin und damit Russland die Schuld für die Flugzeugkatastrophe in die Schuhe geschoben. Und diese Mutmaßungen seien zudem Grund genug für eine internationale Isolation Russlands bis hin zu einem möglichen militärischen Vorgehen. Liebe Zuschauer, bilden Sie sich zu dieser westlichen Friedenspolitik Ihre eigene Meinung. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auf ein Wiedersehen bei klar.tv. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Medienkommentar. Heute geht es um ein umfassendes Gesetz der sogenannten Resolution 758, das am 4. Dezember 2014 vom amerikanischen Repräsentantenhaus verabschiedet wurde. Diese Resolution wurde sowohl vom US-amerikanischen Senat als auch vom Repräsentantenhaus eingebracht und liefert den rechtlichen Hintergrund für einen Krieg gegen Russland.
Die historische Abstimmung am 4. Dezember, die möglicherweise das Leben von hunderten Millionen Menschen weltweit beeinflusst, bedeutet praktisch freie Hand für den amerikanischen Präsidenten und Oberkommandierenden der Streitkräfte. Aufgrund dieser Resolution 758 kann US-Präsident Obama ab sofort und ohne weitere Zustimmung des Kongresses in einen Prozess der militärischen Konfrontation mit Russland eintreten. Es ist dem ehemaligen Kongressabgeordneten Ron Paul zu verdanken, dass diese unmissverständliche Kriegserklärung in Form einer Resolution überhaupt ans breite Licht der Öffentlichkeit gelangte. Was die westlichen Massenmedien nahezu völlig ausblendeten, bezeichnete Paul als das schlimmste Stück Gesetzgebung aller Zeiten. Die Resolution 758 trägt laut der offiziellen Homepage des Kongresses den Titel, ich zitiere, strenge Verurteilung der Aktionen der Russischen Föderation unter Wladimir Putin, welche eine Politik der Aggression gegen Nachbarstaaten betreibt und auf politische und wirtschaftliche Vorherrschaft abzielt. Inhaltlich folgen in mehreren Paragraphen haltlose Beschuldigungen gegen Russland, die der Wirklichkeit deutlich widersprechen. Ohne jeden Beweis wird Russland eine Invasion der Ukraine vorgeworfen. Die Resolution behauptet mit Bestimmtheit, dass der in der Ukraine abgestürzte Airliner MH17 von einer Rakete pro-russischer Separatisten abgeschossen wurde. Und das, obwohl der Abschlussbericht über die Untersuchung dieser Tragödie nicht vor Mitten nächstes Jahres veröffentlicht werden wird. Zudem deuten viele Indizien darauf hin, dass das Passagierflugzeug nicht durch eine Bodenrakete, sondern von einem ukrainischen Kampfjet oder mehreren abgeschossen wurde. Es folgen in der Resolution weitere Anschuldigungen gegen die Berichterstattung russischer Medien im Ausland, welche eine Verzerrung der öffentlichen Meinung sei. Während die Resolution zudem die Menschen in der Ostukraine beschuldigt, im November betrügerische und illegale Wahlen abgehalten zu haben, gibt sie dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko grünes Licht, seine Militärangriffe auf die nach Unabhängigkeit strebenden Provinzen fortzusetzen. Zu diesem Zweck involvierte diese Resolution 758 die US-Regierung direkt in den Konflikt. Sie ruft nämlich Präsident Obama dazu auf, die ukrainische Regierung mit tödlichen und nicht tödlichem Verteidigungsgerät, Dienstleistungen und Training auszustatten, damit sie ihr Territorium und ihre Souveränität effektiv verteidigen kann. Der brisanteste Teil dieser Resolution ist jedoch die Aussage, dass die sogenannte Militärintervention der Russischen Föderation in der Ukraine eine Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit darstellt. Eine solche Wortwahl ist kein Zufall. Dieser Satz gleicht einer eingebauten Giftkapsel, aufgrund derer in Zukunft noch aggressivere Resolutionen folgen können. Der Parlamentsbeschluss ruft damit Erinnerungen an frühere Resolutionen wach. Diese hatten nicht selten Sanktionen und direkte Kriege zur Folge, wie zum Beispiel der Liberation Act, der 1998 mit ähnlichem Inhalt gegen Saddam Hussein gerichtet war und den Weg für den Irakkrieg in 2003 bahnte. Die Geschwindigkeit jedoch, mit der dieser Gesetzesvorschlag den gesetzgeberischen Prozess durchlief, ist in der Geschichte des amerikanischen Kongresses ungewöhnlich. Resolution 758 wurde erst am 18. November eingebracht, wurde dann zügig im außenpolitischen Ausschuss diskutiert und zurück an das Repräsentantenhaus zur Verabschiedung verwiesen. Am Morgen des 4. Dezember, also nur 16 Tage, nachdem der Abgeordnete Adam Kinzinger das Gesetz eingebracht hatte, wurde es mit 411 zu 10 Stimmen, also praktisch einstimmig, verabschiedet. Deshalb ist umso erstaunlicher, dass bei einer Entscheidung von solch historischer Tragweite in den westlichen Medien weitgehendes Stillschweigen zu verzeichnen war. Offensichtlich
waren die Mainstream-Medien angewiesen worden, nicht über die Debatte und Entscheidung des US-Kongresses zu berichten, und dieser Zustand hält an. Nun scheint nur noch ein aktueller kriegsauslösender Anlass für ein endgültiges Losschlagen gegen Russland zu fehlen. Oder es wird einem solchen Anlass durch eine sogenannte False Flag Operation nachgeholfen, wie es schon oft am Anfang eines Krieges initiiert durch die USA der Fall war. Eine False Flag Operation, zu Deutsch Operation unter falscher Flagge, bezeichnet eine geheime militärische Operation, die dem Gegner angelastet wird. Während es auch in der aktuellen Ukraine-Berichterstattung derzeit verdächtig ruhig geworden ist, steht die Welt an einem gefährlichen Scheideweg. Verehrte Zuschauer, danke, dass auch Sie mithelfen, diese wichtigen Zusammenhänge weiter zu verbreiten. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen bei Clark TV. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.